Dieser Witz wurde vorgeschlagen von Eskimo. Der Sohn läuft mit seinem Vater am Bordell vorbei. Fragt der Sohn: Papa, was ist das? Das ist ein Freudenhaus, da kann man Freude kaufen. Am nächsten Tag geht der Sohn ins Freudenhaus, klingelt und die Puffmutti macht auf. Da sagt der Sohn: Hallo, ich habe 8 € und möchte mir Freude kaufen. Da geht die Puffmutti in die Küche und schmiert 8 Nutella-Brote. Als der Vater abends nach Hause kommt, liegt der Sohn völlig erschöpft auf dem Sofa. Da fragt der Vater, was los sei. Da sagt der Sohn: Papa, ich war heute im Freudenhaus. 5 habe ich geschafft, die restlichen 3 konnte ich nur noch lecken.